alle zurückgekehrt, um dich zu holen. Willkommen zurück, Leute, zu Diablo 4. Willkommen zur Saison des Konstrukts. Die Saison Nummer 3 ist an der Reihe und ich bin schon super gespannt, was hier auf uns zukommt wieder. Okay, legen wir mal los. Unter den reinigenden Sanden hat ein dämonisches Übel, eine Apparatur, die für Gutes geschaffen wurde, an sich gerissen. Ihr müsst die Kontrolle darüber zurückgewinnen, bevor der Dämon ihre Macht gegen Sanctuario entfesselt. Okay, das hört sich schon mal sehr spannend an. Komplett neue Questreihe und neuer Boss. Hier wird der Hauptfokus von mir dran liegen. Holt die elementare Apparatur zurück und besiegt den Dämon Malphas. Okay, neue Dungeons. Da werden wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen sehen. Komplett neuer sensationaler Gefährte. Okay, mit 39 neuen Mächten und Modifikationen. Okay, ist das jetzt hier Gefährte? Bekommen wir hier so einen mechanischen Gefährte dazu? Neue Saisonreise ist klar. Wieder neue Aspekte und kosmetische Gegenstände. Da schauen wir mal, ob wir was von finden. Aber der Fokus liegt hier ganz klar auf der Questreihe und den neuen Boss. Ja, und da würde ich mal sagen, ich weiß gar nicht, was ich diese Saison für einen Charakter spielen soll. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und erstellen uns einfach mal einen neuen Charakter und legen dann los. So, hier sind wir also. Ich habe hier schon mal einen Druide erstellt. Ich habe mal so ein bisschen die Tattoos diesmal grün gemacht. Ein vollbärtiger Druide. Ich finde, ein Druide braucht auf jeden Fall immer irgendwie einen Bart. Und ja, hier haben wir so ein paar hölzerne Ohrringe und hier noch so ein Ring in der Nase. Blaue Augen, das beißt sich ein bisschen mit dem Grün, aber warum auch nicht. Ich habe den diesmal mal hell gemacht und ja, unser behaarter Druide am Start. Kampagne überspringen und so, wir brauchen noch einen Name. Da geben wir wieder unseren Namen ein. So, und dann geht's auch schon los. Und so, saisonal wollen wir spielen. Weiter Abenteurer, wir wollen die Story hier spielen und los geht's. Ah, willkommen, Wanderer. Aktuelle Ereignisse haben euch hergeführt. Wahrlich seltsame Zeiten. Viele fürchten das Unerklärliche, doch ich habe es mir zu eigen gemacht. Und ihr sucht Antworten. Dies wird euch zu dem gesuchten Wissen führen. Den Legenden nach ist diese Rune das fehlende Stück eines arkanen Konstrukts. Eine mächtige Waffe, mit der sich uralte Macht kontrollieren lässt, wenn man die Stärke dafür besitzt. Doch seid gewarnt, denn das Konstrukt liegt unter Kejistan begraben, in den alten Gewölben von Soltun Kull. Sie waren Jahrhunderte unberührt, angefüllt mit tödlichen Fallen, von Kull selbst entworfen. Seine mechanischen Schrecken bewachen die Gewölbe. Doch der Architekt Soltun Kull hat seine Schleue überschätzt. In seiner Hybris ließ der Magier sein Werk zurück. Und düstere Mächte konnten seine Maschinen verderben und die Macht der Gewölbe für sich beanspruchen. Dort unten findet ihr Antworten. Nehmt die Rune, wenn ihr es wagt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und damit geht's los. Wir starten diesmal hier unten direkt in Geakull. Okay. So, wo müssen wir hin? Gehen wir über das Schiff drüber. Geht weiter, Reisender. Ihr habt
die falsche Zeit gewählt, um in Giacu zu sein. Was? Wir sind genau richtig hier. Oh, was ist hier los? Hier wurde jemand ermordet. Ein Toter, der für sein Begräbnis vorbereitet wird. Fesselspuren an den Unterarmen. Krumme Wirbelsäule. Alles deutet darauf hin, dass er sich bei einem Fluchtversuch... Oh. Okay. Haufen Seile. Seile, um damit zu fesseln. Das Volk muss mit dem Schlimmsten rechnen. Okay, wir werden erstmal hier mit der Story anfangen. Wen haben wir hier? Odzek. Was ist denn hier los? Besessenheit, dämonische Gedanken. Seht ihr diese Leute? Sie haben die Geschichten des alten Mannes geglaubt. Über die Gewölbe, den Zauberer, den Schatz. Dachten, sie würden damit reich werden. So viel dazu. Jetzt können sie nicht einmal mehr sprechen. Okay. Eine eiternde Wunde. Was ist hier los? Was war das? Okay. Rätselhafte Rune. Mysteriöser Runenstein haben wir erhalten. Okay, nochmal hier mit unserem lieben Odzek reden. Ich habe diese Rune auf dem Boden gefunden. Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Die Gewölbe sind voll von diesen Dingern. Die Leute haben sie in die Stadt gebracht. Und jetzt haben sich die Dämonen in ihren Köpfen eingenistet. Seht euch die Markierungen an. Magier-Clans. Das bringt Pech. Ihr wollt helfen? Dann schafft das Ding aus der Stadt und bringt es dahin zurück, wo es herkommt. Das Gewölbe liegt nördlich von hier. Lasst euch nicht umbringen. Okay. Die eiternde Wunde. Finde das freigelegte Gewölbe. Oh, so weit hier oben. Hier müssen wir hin. Ah, hier die Schnellreise bringt uns nichts, aber wir können... Oh, wir können hier den Wegpunkt auf jeden Fall gleich mal mit aktivieren, wenn wir hier langkommen. So, dann auf unser Ross. Und wo mal, wir müssen Fähigkeiten verteilen. Auf was gehen wir denn als Druide am besten? Anfallen, Klaue, Sturmschlag, Windschere. Ich überlege gerade, zerfetzen. Wir könnten mal auf Tornado gehen. Dann nehme ich hier mal Windschere, verbesserte Windschere. Frage ist, ob ich hier bereit zusätzliche Geisteskraft. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal Gewittersturm oder Tornado. Wobei, ist ja jetzt momentan noch nicht so wichtig am Anfang. So, zusätzlicher Tornado und was haben wir hier? 3 Sekunden lang verlangsamt bis maximal 40%. Und was haben wir hier? Ich verlangsame mal die Gegner und wir setzen noch einen irgendwo passiv rein. Kritische Trefferchance erhöht sich um 2%. Und was haben wir hier? Maximale Geisteskraft erhöht sich um 3. Direkt mehr Geisteskraft am Anfang. Wir sind aber auch schon direkt schon hier. Zyklonrüstung könnten wir eigentlich auch schon nehmen. So. Okay, ich würde sagen, damit haben wir schon mal eine ganz gute Skillung oder zumindest eine Richtung, in die wir gehen wollen. So. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Event hier direkt machen soll, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal. Wir brauchen bestimmt wieder,
Wir brauchen doch bestimmt wieder Keller oder irgendwas. Saisonal. Oh. Kostenlos. Okay. Ich wollte eigentlich mal gucken. Etappe 1. Schließ Dungeons. Oh, wir haben hier besiegt Elite-Monster. Gar nicht so viel, was wir brauchen. Also auf jeden Fall lese ich hier. Hier, schließt Keller ab. 4 Stück. Für Etappe 2. Also, ich nehme den mal mit, den Keller. Wenn wir ihn schon finden. Ich muss noch etwas warten. So, Tornado. Sehr gut. Ich brauche mehr Geisteskraft. So, Stufe 2. Gleich 2 Hosen bekommen. Okay, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Ich würde sagen, ich pushe jetzt einfach den Tornado hier gleich am Anfang. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Stufe 3. Noch ein Punkt drauf. So, jetzt mal schnell zum Wegpunkt und dass wir auch hier mal zur Quest kommen. Ah, ich sollte vielleicht auch zeitnah anfangen, auch wieder Ressourcen zu sammeln. So Pflanzen und das ganze Zeug, was wir zum Tränke-Upgraden brauchen. So, weiter geht's hier hoch. Bogenschütze, brennender Toter. So, jetzt müssten wir aber hier schon fast da sein. Yep. Das muss es sein. Und wir leveln hier kurz ein bisschen. Bräuchten irgendwas, was uns Leben dazu gibt. Das ist der Mann, der aus Giyakul geflohen ist. Er ist auf dem Weg hierher verblutet. Okay. Ohne Arm. Und hier haben wir ein freigelegtes Gewölbe. Dann gehen wir mal rein. So. Ich überlege gerade, lohnt sich das vielleicht? Gegner, die von Zyklonrüstung zurückgeschossen werden, werden außerdem verlangsamt. Barriere.
Hier, ich denke mal, wir gehen dann auf Wölfe vielleicht. Okay, ich denke, wir kommen am Anfang auch so durch. Eigentlich der Tornado zieht schon richtig viel Geisteskraft. Ah gut, wir sind ja auch Level 3. Das sollten wir hier nicht außer Acht lassen. Hier rieselt Sand runter. Stufe 4. Wieder einen Punkt bekommen. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier die Gegner verwundbar machen lieber. Basisfähigkeiten erzeugen 6 mehr Geisteskraft, ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber gut. So wirklich viel mehr Schaden ist es auch nicht. Vielleicht gut. Erstmal alles angezogen. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Na los, kommt alle zu uns. Klettern hier hinab in die Tiefe. Aber so der Tornado. Das ist schon super stark. Wenn wir Geisteskraft haben. Gleich Level 5 hier. Ich brauche mehr Geisteskraft. Und wir sollten vielleicht mal einen Trank nehmen. Wo müssen wir hier hin? Oh, da hinten. Kaum habe ich es gesagt, schon haben wir ein Zielort. Inaktives Konstrukt. Das sieht doch fast so aus, als würde hier so ein Ding gleich hier, so ein Skorpion irgendwie zum Leben erweckt werden. Hier hat schon mal jemand gekämpft. Okay. Wollen wir mal gucken. Ich hab's erraten hier. Skorpion. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ha. Sehr gut. Was ist das hier? Noch mehr. Komm her, du. Okay, so. Auf jeden Fall neue Waffe. Und so, haben wir Tornado auf jeden Fall schon mal gemaxt. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt legen wir uns hier mit Roboter-Skorpionen an.
So richtig gefällt mir irgendwie unsere erste Fähigkeit nicht. Aber gut. So. Ein Portal. Oh, das sieht aber auch richtig cool aus, das Tor hier. Okay, schauen wir mal, wo es hier hingeht. Die Weberei. Sehr gut, Stufe 6. So, Tornado ist gemaxt. Oh, wir sind mittlerweile schon hier unten. Ich überlege gerade, ob wir die Wölfe mitnehmen sollen. Vorerst mal. Warum nicht? Ach, zwei Wölfe. Zwei Gefährten kann man als Druide immer mal dabei haben, gerade am Anfang. Ich habe keine Geisteskraft. Was haben wir hier? Fallen. Ich muss noch etwas warten. Die Ishari. Trete durch die Tore ins Nichts. Okay. Auf geht's.